Vielen Dank für den Beitrag aus Tulln. Das Virtuleum verbindet hier sehr schön das Museum als relevanten Ort und die Stadt an sich, die man entdecken kann. Die digitalen Tools ermöglichen da schon sehr vieles, aber doch steht man oft vor Ausstellungsobjekten und fragt sich, wie ist dieses Objekt gerade eigentlich ins Museum gekommen. Ein kurzes Gespräch mit dem Sammler oder dem Museumsgründer wäre hier vielerorts sehr aufschlussreich. Diesen Gedanken haben auch das Team im Projekt Museumsmenschen verfolgt und haben einen Chat, einen Dialog mit den Museumsgründern gestaltet. Wie das funktioniert, wird uns Ulrike Scholder und ihr Team aus Baden jetzt gleich vorstellen und Anton Rollet, der Gründer des Museums selbst. Bitte sehr.